Alle Hände voll zu tun hatten Feuerwehren in Hermsdorf in der Nacht von Sonntag auf Montag. Sie wurden Sonntagabend zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand in die Hermsdorfer Uthmannstraße gerufen. Vor Ort zeigte sich schnell, dass hier die Hermsdorfer Wehr allein nicht gegen die Flammen ankommt. Deshalb wurden schnell Kameraden aus den umliegenden Orten nachalarmiert. Doch auch wenn die Feuerwehr schnell vor Ort war, gab es Probleme, an den Brand in der ersten Etage des Reihenhauses heranzukommen. Wir konnten mit unserer Drehleiter das Gebäude nicht anfahren durch die baulichen Maßnahmen hier. Haben dann angefangen, den Hauptbrand einzudämmen. Über tragbare Leitern haben wir die Dachhaut abgedeckt, dass sich der Brand nicht weiter ausbreitet. Und die größte Schwierigkeit war dann, die Dachhaut abzunehmen, um die Ausbreitung auf weitere Gebäudeteile zu verhindern. Von mehreren Seiten bekämpften die Feuerwehren den Brand, doch verhindern, dass die umliegenden Wohnungen ebenfalls Schaden nehmen, konnten sie nach Vorortinformationen nicht. Recht schnell hatte sich das Feuer von der Wohnung in das Dach gefressen und breitete sich hier weiter aus. Fehlende Brandschutzwände hätten dies zudem begünstigt, war laut den Einsatzkräften das Fazit. Über verletzte evakuierte Personen gab es zum Ausgangssachverhalt noch keine Informationen. Die Lage dann vor Ort war, dass das Mehrfamilienhaus oder das Reihenhaus, bestehend aus 6 Wohneinheiten, bewohnt mit ca. 20 Personen, durch die Feuerwehr bereits schon evakuiert war. Brandausbruchstelle war im mittleren Bereich ungefähr. Dort die 2 Bewohner der Wohneinheit wurden bereits medizinisch versorgt durch die eingesetzten Rettungskräfte und wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Bewohner des stark in Mitleidenschaft gezogenen Gebäudes wurden am Abend erst einmal im Rathaus der Stadt untergebracht. Sie kamen anschließend bei Verwandten und Bekannten unter. Das Haus ist derzeitig nicht bewohnbar. Wie die Polizei mitteilte, wird der Schaden auf etwa 300.000 Euro beziffert. Ein Statiker muss nun die Statik des Hauses prüfen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.